Ja, Hallöchen! Nächste Episode Podcast Coaching. Ja, zum Thema Coaching. Das finde ich unendlich spannend. Manchmal kann ich einfach nur den Kopf schütteln und denke immer, das kann doch alles nicht wahr sein, ja? Wie schwer tut man sich? Ich schließe mich damit ein. Ich habe auch jahrelang das einfach nie so ganz richtig gecheckt. Ich war der Meinung, ich muss immer alles selber machen. So nach dem Prinzip von Try and Error, Versuch und Irrtum. Und das ist letzten Endes der härteste Weg, den du dir einfach nur aussuchen kannst. Das ist echt brutal. Wieso lässt man sich nicht coachen? Wieso holt man sich nicht einen Trainer? Im Sport ist doch das völlig normal. Jeder Sportler käme nie auf die Idee, alleine zu trainieren. Da weiß man, ich brauche einen Trainer, der mir zeigt, wie es geht. Und ja, und dann wird entsprechend trainiert. Aber im Business, ja, da ist man einfach unendlich weit davon entfernt. Und das hat sich einfach wirklich bewährt. Mit einem Coach geht es wesentlich schneller, es geht wesentlich einfacher. Und das ist doch das, was wir möchten. Es geht ja um Ergebnisse. Wir wollen doch alle Ergebnisse. Wir wollen glücklich sein, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen vielleicht ein neues Auto, ein neues Haus, eine neue Wohnung, eine Urlaubsreise, vielleicht in ein anderes Land, neue Klamotten, neuer Schmuck, neue Schuhe. Whatever, ja, neuer Partner. Egal was, neuer Beruf. Und es nützt aber nichts, wenn ich da nur am Träumen bin. Es nützt gar nichts, wenn ich da immer nur in der Hoffnung lebe. Hoffnung gleich Enttäuschung, das ist die gleiche Familie. Und hier hilft das Ganze einfach, wenn ich mir einen Coach hole. Ein Coach. Was ist denn überhaupt ein Coach? Das müssen wir natürlich auch definieren. Oftmals sind eigene Familienmitglieder, spielen sich als Coach auf. Das kann in der Regel nicht funktionieren. Also das heißt, der Vater oder die Mutter coacht die Kinder, später coachen die Kinder ihre Eltern, sagen den Eltern, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist einfach ungut. Ein Coach sollte bereits schon dort sein, wo du gerne hin möchtest. Ein Coach sollte die Erfolge haben, die du gerne hättest. Ja. Nehmen wir als Beispiel, bleiben wir mal bei einem Haus. Ja. Du lebst in einer kleinen Wohnung und du hast Nachbarn und lässt dich von denen coachen, wie man optimal ein Haus bauen kann, auf was man da achten muss. Das ist letzten Endes alles nur Halbwissen, das ist angelesenes Wissen, das kann ganz einfach nicht funktionieren. Also definitiv keine Chance, dass da was Sinnvolles rauskommt. Also, was machst du? Du guckst, wer hat ein richtig schönes, großes, tolles Haus, wo du sagst, boah, so ein Haus hätte ich auch gerne. Und dann, ja, dann frag doch einfach an, ob die Person, die dieses Haus besetzt, die bereit ist, ja, dich ein Stück weit zu begleiten. Nachher suchst du dir einen Architekten, weil die Person, die so ein Haus hat, wo du gerne hättest, die Person weiß, um was es letzten Endes geht, weil die Person hat ja auch Fehler gemacht. Und die Fehler musst du einfach nicht mehr machen. Die kannst du dir definitiv schenken. Und wir wollen doch das Leben vereinfachen und nicht verkomplizieren. Das ist leider das, was so viele Menschen machen. Viele Menschen machen aus ihrem Leben so ein kompliziertes Werk, dass sie nachher selber nicht mehr damit klarkommen. Und genau da wollen wir ja raus. Wir wollen ja in die Einfachheit. Und je einfacher das ist, desto schneller geht es und desto mehr Ergebnisse haben wir. Das ist einfach die Zielsetzung. Ja. Das ist einfach der ganz, ganz, ganz große Unterschied von Menschen, die ein erfolgreiches Denken haben. Denn wenn du ein erfolgreiches Denken hast, dann bleibt der Erfolg, der wartet nicht lange auf sich, dann kommt der Erfolg auch zu dir. Und dann hast du Ergebnisse. Je mehr Ergebnisse du hast, desto mehr Spaß hast du. Desto schneller geht's voran. Was für ein Traum. Was für ein wunderschönes Leben. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel von dem Haus. Ja, was machst du da? Also die Person, die das Haus hat, wo dir wunderbar gefällt, von der Person bekommst du ganz, ganz viele Tipps. Ich weiß, jetzt werden einige wieder denken, ah ja, aber da kann doch nicht einfach nur klingeln. Ja, wieso kannst du nicht einfach nur klingeln? Man kann doch nicht fragen. Ja, ich will mich da nicht blamieren. Ach, das, weißt du, mit blamieren, was heißt schon blamieren oder sich schämen? Was ist das für ein Blödsinn? Hast du schon mal ein kleines Kind gesehen, was sich blamiert? Hast du schon mal ein kleines Kind gesehen, was sich schämt? Auch da werden wir einen Podcast machen über Blamieren und auch über Schämen.
kleine Kinder kennen das gar nicht, das Schämen und Blamieren. Das hat irgendwann mal ein Erwachsener erfunden, um die anderen klein zu halten. Schämst du dich nicht? Nein, ich schäme mich definitiv nicht. Ja, das ist doch nicht gut, wenn man sich blamiert. Doch, ich find's gut. Wenn jemand meint, ich blamiere mich, dann ist es halt einfach so. Also da hängt's einfach von der Einstellung ab. Also kommen wir nochmal zurück, du möchtest gerne das Haus haben. Du sagst, boah, hammergeil. Gehen wir mal davon aus, die Person sagt, nee, was fällt Ihnen da ein? So, oh, Entschuldigung, ich wollte Ihnen einfach nur ein Kompliment machen, ich finde das Haus wunderschön, ja. Dann tust du nochmal ein bisschen kurz dagegen halten, ja. Gibst du ein bisschen Lob ab, vielleicht hast du den gerade auf dem falschen Bein erwischt. Und wenn der halt gar nicht will, ja mein Gott, dann wirst du doch irgendwo auf dieser Welt, wirst du doch ein Haus finden, wo du sagst, hey, hammermäßig geil, und dann nimmst du einen Kontakt auf und dann hast du es auch. So, und dann weißt du auch, was für einen Architekten du aussuchen musst, weil es nützt doch nichts, wenn du dir einen Architekten holst, der nur kleine Fertighäuser baut und du vielleicht eine große Villa möchtest. Ja, der kann doch gar keine Villa bauen. Der hat doch gar keine Ahnung davon. Ja. Und du sagst, ja, Architekt ist Architekt. Um Gottes Willen, da sind Welten dazwischen. Ja. Also hol dir den Architekten, der bereits schon zig Villen gebaut hat. Der soll dir die Villen zeigen. Geh hin, schaust dir an, sprich mit den Leuten. Das meine ich mit Coaching. Ja. Oder auch beruflich. Wenn du vorankommen möchtest, kleines Beispiel hier aus meinem Leben. Ich habe immer geträumt, Bücher zu schreiben und ich will Buch schreiben. Ich kam da einfach nicht in die Puschen. Und ist eine längere Geschichte, aber ich fasse sie jetzt kurz. Und dann habe ich mir letzten Endes einen geholt, weil ich wollte nicht nur ein Buch schreiben, sondern ich wollte ganz, ganz viele Bücher schreiben. Und dann habe ich mir einen Autor geholt, der viele Bücher geschrieben hat und habe mich von ihm einfach coachen lassen. Natürlich kostet das Geld. Das ist immer das Thema, ja, was das kostet, ich kann es mir nicht leisten. Auch hier wieder die primäre Frage ist einfach, kann ich es mir leisten, es mir nicht zu leisten? Ja, ich habe wirklich kein Geld. Dann heißt es, was darf ich leisten, damit ich es mir leisten kann? Lass das einfach nochmal auf der Zunge zergehen. Weil ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, es ist mir zu teuer, ich kann es mir nicht leisten, ja? Kann ich es mir leisten, es mir nicht zu leisten, ja? Und was darf ich leisten, damit ich es mir leisten kann? Natürlich, wenn du immer nur das Gleiche machst, was du schon seit Jahrzehnten gemacht hast, hast du immer nur die gleichen Ergebnisse. Gehst du aber einen anderen Weg, suchst du nach Alternativen, dann kommst du einfach entsprechend schneller voran. Und dann kannst du es dir auch leisten. Und wir sind ja heute in einem fantastischen Zeitalter, also besser könnte es schon gar nicht mehr sein. Überleg mal, wie viel Wissen, wie viel Content du alleine übers Internet dir reinholen kannst. Ja, es gibt Millionen von Büchern, die du lesen kannst. Es gibt Millionen von Hörbüchern. Es gibt keine Ahnung, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt. Ja, viele haben was zu sagen. Ja, also das heißt, da kannst du reinhören. Du kannst auf Vorträge gehen. Du kannst auf Seminare gehen. Du kannst YouTube anschauen. Aber all das ersetzt dennoch nicht einen leibhaftigen Coach, ja. Jemand aus Fleisch und Blut, jemand, den du fragen kannst, weil YouTube kannst du nicht fragen, ein Buch kannst du auch nicht fragen, ja. Du kannst eine Grundbasis dir damit schaffen und dann lass dich bitte coachen, lass dich bitte trainieren. Und hier müssen wir einfach unterscheiden, machst du es in einer Gruppe oder machst du es einfach privat. Ich persönlich tendiere einfach, mich privat coachen zu lassen. Dadurch spare ich ganz, ganz viel Zeit und mein Gegenüber, mein Coach ist voll und ganz auf mich fixiert und kann voll und ganz auf mich eingehen. Und wenn dann das so ein Massencoaching ist, wo vielleicht 100 Leute sind, dann geht das einfach nicht mehr. Weil für mich ist wichtig, dass ich all das, was ich brauche, ich habe dann auch immer einen riesen Fragenkatalog, was ich einfach wissen will und ich löchere mein Gegenüber, weil ich möchte einfach alles wissen. Und weißt du, was das Geniale ist? Wenn ich einen Coach hole, dann hat dieser Coach in seinem Fachgebiet, da schaue ich immer, dass es die Top-Person ist, ja, das ist ganz, ganz wichtig, also jemand, der wirklich ganz, 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 ganz oben ist, also nicht Schmidtchen, sondern immer Schmidt, wie es so schön heißt im Volksmund, oder nicht die Brötchen, sondern immer der Bäcker. Und dann gehen wir hier in die Tiefe. Und dieser Coach, diese Person, die das hat, was ich noch nicht habe, die ist ja sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich möchte auch diese Sparte füllen in meinem Leben. Und dann will ich einfach komplett alles
Wissen. Und diese Person hat sich ja in der Regel ja auch coachen lassen. Das heißt, ich habe das Wissen von ein paar hundert, vielleicht auch ein paar tausend Menschen, von Jahrmillionen, ja, wenn wir das mal zusammenrechnen, ja. All die Leute, die mein Coach beeinflusst haben, all die Leute, von denen mein Coach gelernt hat, die haben ja auch alle Jahrhunderte altes Wissen. Also ich meine nicht veraltetes Wissen, sondern einfach in der Ausdehnung. Und das hilft mir ganz einfach, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist immer, was will ich wirklich, was will ich nicht mehr, was ist essentiell für mich, was trägt mich, was fördert mich, was macht mich glücklich. Das sind die entscheidenden Dinge in meinem Leben, die mich einfach entsprechend weitertragen. Und ich kann das ja gar nicht selber erarbeiten, weil mein Leben ist ja nicht unendlich. Mein Leben dauert, wenn es gut geht, laut Statistik, laut Bundesamt, laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden kann ich 80 Jahre alt werden. Also so viel kann ich ja gar nicht reinholen, ja. Und wenn man sich das auch mal aus dieser Perspektive anschaut, habe ich natürlich eine völlig andere Ausgangsbasis. Ich bin da einfach wesentlich schneller unterwegs. Und das hilft mir ganz, ganz enorm, voranzukommen, in eine andere Dimension hineinzukommen. Und darum ist es nicht die Frage, soll ich mich coachen lassen oder soll ich mich nicht coachen lassen? Ja, natürlich lass dich coachen. Und eines ist auch wichtig. Wenn du dich coachen lässt, schau bitte unbedingt darauf, dass dieser Coach schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bereits Marktführer ist. Ganz, ganz weit vorne ist. Das ist sehr, sehr, sehr elementar. Weil es gibt immer mehr Leute, die nennen sich Coach. Die haben selber noch nichts bewegt. Die haben selber noch keinen Erfolg. Aber sie sagen den anderen Leuten, wie es zu laufen hat. Da fehlt einfach der Fundus. Da fehlt das Fundament, da fehlt letzten Endes einfach die Tiefe, weil es werden viele heute zum Coach ausgebildet. Natürlich soll jeder eine Chance kriegen, nicht dass jetzt hier gleich mit der roten Fahne geschwenkt wird. Ja, jeder muss doch mal eine Chance haben. Als ich damals angefangen habe, als ich damals keine Ahnung hatte und ich so meine ersten Coaching-Versuche gemacht habe in meinem kleinen Bereich, da habe ich vieles einfach geschenkt, um zu trainieren, um Ergebnisse zu erzielen, um Kundenstimmen nachher zu gewinnen, sogenannte Testimonials. Okay, also achte einfach drauf. Ich schaue immer drauf, ich kann nur aus meiner Welt sprechen, ich schaue immer drauf, dass die Personen, von denen ich mich coachen lasse, dass die schon viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Marktführer sind, weil die haben einfach ein irrsinniges Durchhaltevermögen bewiesen, die haben einfach gezeigt, dass man da wirklich dran bleibt, dass man dadurch auch ganz, ganz viele Ergebnisse erzielt, und das ist für mich enorm wichtig. Dann sollte ein Coach, das ist meine persönliche Meinung, auch mehr Bücher geschrieben haben, wie so Bücher, wo er sein Wissen zu Papier bringt. Denn Wissen ein bisschen im Kopf zu haben oder Wissen irgendwo abzulesen, ist eine Sache, das machen ja auch sehr, sehr viele nach dem Motto, wir arbeiten hier mit einem System. Das Wissen aber zu Papier zu bringen, das ist nochmal eine richtig immens große Aufgabe. Und hier höre ich von vielen, ja, wieso soll ich noch ein Buch schreiben? Es gibt doch schon so viele Bücher, was soll denn der Blödsinn? Es ist doch egal, ob es schon viele Bücher gibt, aber dein Buch gibt's noch nicht. Dein Wissen gibt's noch nicht, weil ich möchte einfach gerne nachlesen. Ein Coach sollte auch Vorträge halten. Er sollte auch imstande sein, eine Gruppe zu fesseln. Ja, auch da gibt's viele Coaches. Ich weiß, ich mache mir jetzt nicht nur Freunde mit dieser Aussage hier, aber das ist weiters auch nicht tragisch. Das ist meine Welt, das ist meine Sicht der Dinge. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du findest es gut, nimmst es auf, und wenn es dir nicht gefällt, sagst du, das für ein Schwachsinn, einfach Podcast löschen oder rausgehen, ab in die Tonne. Einfach sich nicht damit belasten. Also für mich, mein Coach muss Vorträge halten, er muss imstande sein, Leute zu begeistern, Leute zu fesseln. Weil wenn du Leute nicht begeisterst, wirst du, egal was du machst in deinem Leben, du wirst einfach keinen Erfolg haben. Um Erfolg zu haben, brauchst du immer andere Menschen. Du brauchst immer andere Menschen, die letzten Endes deine Dienstleistung oder dein Produkt kaufen. Und damit das passiert, müssen die begeistert sein von dir. Also ist jemand, der von der Bühne runter spricht, der hat einfach eine andere Ausgangsbasis. Ein Coach sollte auch Seminare halten, wo er auch die Leute über Tage begeistern kann. Und aus meiner Sicht, aus meiner Welt, sollte ein Coach auch unbedingt Mitarbeiter haben. Ich erlebe das so oft, da gibt es Leute, die coachen Firmen, haben selber keinen einzigen Mitarbeiter,
Mitarbeiter auf die Frage, wieso hast du keine Mitarbeiter? Ja, weißt du, keiner macht so gut wie ich. Das ist der größte Schwachsinn, den man überhaupt nur erzählen kann. Keiner macht so gut wie ich. Es ist ja maßlose Selbstüberschätzung. Es ist doch meine Aufgabe als Unternehmer, darauf zu achten, dass ich A, Mitarbeiter hole, dass ich mir die besten Mitarbeiter ins Boot hole und die sollen ruhig alle viel, viel besser sein als ich. Ich habe auch Mitarbeiter, die sind viel, viel besser als ich. Ich bin doch froh, dass die besser als ich sind. Stell dir mal vor, ich wäre immer der Beste von allen, also müsste ergo ich immer die Arbeit machen. Was für ein Blödsinn. Und dann versucht so jemand, der keine Mitarbeiter hat, einer Firma mit Mitarbeitern zu zeigen, wie man sich, wie man Mitarbeiter führt, wie man Mitarbeiter findet. Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Also, was heißt das für dich? Schau ganz, ganz genau hin. Da möchte ich dich herzlich dazu einladen. Je genauer du hinschaust, desto besser geht es, desto weniger Stress hast du im Nachhinein. Oh, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du gibst Geld aus und sagst, ah, das war doch nicht ganz das Richtige. Und nimm dir nicht irgendeinen Coach auf, da sagt man, naja gut, der ist ein bisschen zu teuer. Zu teuer im Gegensatz zu was? Manchmal ist zu teuer billiger als billig, weil billig wird oft sehr, sehr teuer. Ich bin mir sicher, diese Erfahrung hast du auch schon gesammelt. Ja? Und dann schau ganz einfach, wenn du sagst, ah, im Moment habe ich nicht ganz so viel Geld und so, dann schau doch nach einer Alternative. Ja? Man kann ja auch sogenannte Joint Venture machen. Es gibt verschiedene Modelle. Du hast vielleicht ein Spezialwissen, was dein Coach vielleicht gerade gerne hätte. Dann guckt man, dass man Zeit gegen Zeit tauscht oder Zeit gegen Zeit und Geld. Oder. Es gibt so viele wunderschöne Möglichkeiten im sogenannten Tauschbereich. Wichtig ist hier einfach kreativ zu sein und sich einfach nicht ausbremsen zu lassen mit der Aussage, ja, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten, ich muss jetzt warten, so in 2-3 Jahren bin ich so weit. Bist du wahnsinnig? In 2-3 Jahren hast du so viel Lebenszeit verloren. Ja? Also ich habe mir wirklich, wirklich angewöhnt, ganz, ganz schnell mir Wissen einzukaufen. Klar kannst du jetzt sagen, du hast ja kein Problem damit. Hey, auch ich habe manchmal ein Thema damit, ja, wenn das ganz, ganz viel Geld kostet, habe auch ich ein Thema damit, wo ich kurz zu überlegen muss, ist es mir das wirklich wert, ja? Aber der wichtigste Punkt in deinem Leben, bevor du irgendwo Konsumgüter kaufst, bevor du ein neues Auto kaufst, bevor du in Urlaub fährst, bevor du ein Haus kaufst, was weiß ich was alles, investiere in dich selber. Denn je mehr du in dich selber hinein investierst, desto weiter kommst du in deinem Leben, desto mehr Power hast du, desto mehr Energie hast du. Also Investment in sich selber, das ist das Wichtigste, was du überhaupt noch machen kannst in deinem Leben. Weil das trägt ganz, ganz viele Zinsen, weil du weißt ja, heute das Geld auf die Bank zu tragen, das ist ja lächerlich. Nullzinsen oder gar sogar Strafzinsen. Aber wenn du in dich investierst, kannst du mehr, du kannst bessere Dienstleistungen anbieten, du kannst deine Kunden mehr begeistern und so kannst du dein Geschäft immer stärker ausbauen. Ja, das war der heutige Podcast. Ich wünsche mir ganz einfach, dass du auch dir jemand holst, der dich coacht. Schau bitte ganz, ganz, ganz genau hin. Mach hier keinen Schnellschuss, sondern schau genau hin, wer könnte die Person sein. Und dann noch aus meiner Welt ganz, ganz ein wichtiger Tipp. Hab immer nur einen Coach auf einmal. Ja, ich habe damals einen Fehler gemacht. Ich habe zig verschiedene Coaches gehabt. Ja, und dann kommst du irgendwann durcheinander. Weißt du, weil jeder Coach arbeitet ein bisschen anders. Und was du auch machen solltest, wenn du einen Coach hast, damit du weißt, wie er denkt, wie er fühlt, damit du das Optimum rausholst, ja. Analysiere einfach ganz genau. Schau dir genau an, was hat er für Bücher geschrieben, lies die ganzen Bücher, hör dir die ganzen Hörbücher an, besuch die ganzen Seminare, die er macht, ja. Und dann, wenn du das anders hast, dann geh ins Coaching. Das nennt man ein Beispiel. Um da ein Bild zu zeichnen, die Top-Landwirte, bevor sie neuen Boden kaufen, um irgendwas anzupflanzen, ja, da machen sie eine intensive Bodenanalyse, gibt der Boden alles her, was man braucht. Und das solltest du auch machen, bevor du dich coachen lässt. Du solltest wirklich vorher alles gelesen haben. Ich kriege oft Anfragen, kannst du mich coachen? Also sage ich, können, könnte ich schon. Wieso willst du dich von mir coachen lassen? Und hast du meine Bücher schon gelesen? Ich kenne dich gar nicht. Du warst ja noch nie bei mir auf dem Seminar. Ja, das spielt doch keine Rolle. Doch, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Weil ich möchte, dass die Leute vorher im Vorfeld schon wissen, wie ich denke, wie ich lebe, wie ich handle. Weil dann können wir wesentlich schneller darauf aufbauen. Weil es geht hier einfach um das Einmaleins dieses Coaches.
Das muss ich im Vorfeld schon wissen. Und ich kann dich einfach noch herzlich dazu einladen, wenn du das so machst und dich dann dazu entscheidest, dann profitierst du irrsinnig viel. Weil was wollen wir letzten Endes? Wir wollen uns ja nicht nur coachen lassen. Zum Beispiel ein Sportler will sich ja nicht nur coachen lassen, weil er jetzt Spaß dran hat, sondern er möchte Ergebnisse. Was ist das Ergebnis von einem Sportler? Das ist immer die Goldmedaille. Das ist die Olympiade, das ist die Goldmedaille, das ist die Weltmeisterschaft, das ist die Europameisterschaft, die Landesmeisterschaft. Er möchte immer die Nummer 1 sein. Und das ist doch einfach unser Ziel. Wir wollen ein Ergebnis, wir wollen ein glückliches, erfülltes, großartiges, finanziell sorgenfreies, wunderbares Leben. Wir möchten, ich weiß nicht, was du alles möchtest, ja. Und viele Leute gehen da einfach hin und schrauben immer wieder ihre Ansprüche zurück. Das finde ich übrigens sehr, sehr schade und traurig. Also schraub die Ansprüche nicht zurück, schraub sie einfach wieder hoch und dann schau, wie kommst du dahin? Ja, herzlichen Dank, dass du die ganze Zeit dabei warst, dass du bis hierher gehört hast. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Geschichte hat dir gut gefallen. Die wirst du umsetzen für dein Leben. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe jetzt dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen von mir? Abonniere jetzt gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Keine einzige Folge. Danke dir auch für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele, viele weitere Inputs. Wertvolles rund um das Leben, das erfolgreiche Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Link wie immer unten in der Shownote. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben und erfolgreiche sehen sich wieder oder hören sich wieder. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.